So, meine Freunde, und ganz herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Oh, was labern die jetzt schon wieder? Halt die Schnauze. Das ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Die letzte Woche war auch eine Aufnahmesession. Das heißt, ich habe da 7 Folgen. Egal. Die labern mir alle zu viel. Ich beginne die Mission. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need... Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Deine Verletzung sieht irgendwie extrem eklig aus. Jeet will einen Gefangenen aus den Gefängen einer Gruppe sklaventreibender Roadkills befreien, der sich mit der Herstellung von Schießpulver auskennt. Finde die Höhle, in der sie sich verstecken, und befreie den Gefangenen. Belohnung: ein Waffenkammer-Bauprojekt in Jeets Festung. Okay. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Auf geht's. Hallo? Ich muss damit fahren. Achso. Ah, nein. Den Hund haben wir jetzt aber nicht mitgenommen, ne? Gut. Aber ich weiß gar nicht, wo wir langfahren müssen. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hinfahren müssen. Wo müssen wir hinfahren? Oh. Da wird schon wieder gezielt, Alter. Haben wir noch die Sniper? Nö, irgendwie nicht. Alter, du Wichser, du kriegst jetzt hart aufs Maul, Mann. Bam. Hallo, ist jetzt gut. Wuff. Komm, lad nach, so. Und. Bam. So. Das ist jetzt schon mal gereinigt. Machen wir das Tor hier auf. Ich weiß gar nicht, ob wir da rein müssen, aber es sah so gefährlich aus, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal. Das Ding auch hier. Okay, kaputt. Jawohl. Alter! Alter, wo kommt die denn her? Was will der? So, dieser kleine Pisser, Alter. Was soll ich verpissen, der Junge? Ja, er haut schön ab. Hoffentlich holt er jetzt nicht noch mehr Leute, Alter. Das wäre sonst ziemlich gefährlich. Hui! Buff. Hier. So. Guten Tag, die Damen. Alles klar bei euch? Wow.
Bam! Oh, der ist jetzt unter unserem Reifen gelandet. Naja, ich will kämpfen. So, wo sind die? Oh, geil. Ein Wagen, den kann man vielleicht auch mitnehmen oder sowas. Bam, bam. Bam. Du Pisser, Alter. Zack, ins Gesicht, du Arschgeige. Das war jetzt irgendwie ein bisschen zu einfach, das kann nicht sein. Egal. Haben wir halt die Waffe hier. Wenn hier noch jemand ist, der kriegt das richtig aufs Maul. Oh, hier ist Wasser. Endlich können wir uns mal Wasser nehmen hier. Ich nehme jetzt das Wasser halt die Fresse. Du brauchst hier nicht rumzumeckern. Egal, wer das hier gerade war. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, man hört hier irgendwo jemanden rummeckern. Wo ist der kleine Pisser? Hä? Ist der da oben oder hier drin? Ich weiß es nicht. Was willst du, hä? Bam! Oh, du Pisser, Alter, du kriegst das Maul! Im Rage! Im Rage, hab ich gesagt! Du Pisser! Aua! Aua! Ah! Autsch! Du Pisser. So, wie kriege ich den jetzt hier runter? So. So machen wir das. So, ich muss mir erstmal wieder auftrinken, weil ich fast gestorben bin. Hätte gefährlich werden können. Gebe ich zu. Aber ich meine, mit meinen Fähigkeiten schaffen wir das so oder so, egal was hier los ist. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Benzin. Ein bisschen viel Benzin, überall ist was. Naja, aber hier scheint jetzt wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Was haben wir hier noch? Die Waffe nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir die. Weil hier ist noch was zum Eintreten. Vielleicht, was haben wir denn? Benötigt Explosion. Okay. Dann werden wir das wohl mal machen. E. Kanister aufheben. Anzünden. Und bam. So, die Tür ist jetzt offen. Das haben wir jetzt gesehen. Waffe nehmen wir auf und mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwie... Das ist die Höhle. Das ist wirklich die Höhle schon. Du Pisser, aufs Maul! So. Was ist das hier? Einmal mal kaputt machen. Was war das jetzt? Hm, komisch. Was hat er hier gemacht? Gar nichts. Können wir nichts kaputt machen. Hat das jetzt was gebracht, dass wir das zerstört haben? Ich weiß es nicht. Benötigt Explosion. Da könnten wir was reinwerfen. Geil, das machen wir. Das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Ich höre die ganze Zeit irgendwie Leute, die reden. Ob das so gesund ist, ich weiß es nicht. Dann zerstören wir das mal. Hoffentlich ist das die Höhle. Und wenn, ist es auch egal.
Ich mach gerne Sachen kaputt hier. Da muss es reingeschmissen werden. Heißt, anzünden und dahin werfen. Oh, 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 oh. Ich muss mir noch einen Kanister holen. Das war nämlich irgendwie falsch. Hier ist noch einer. Das ist der letzte. Scheiße. Das heißt, wenn wir dieses Mal falsch werfen, dann ist das scheiße. Weißt du immer, wenn wir raus und rein gehen, speichert das Spiel auch gut. F anzünden. Wie zur Hölle bin ich denn da jetzt runtergefallen? Warum? Fand ich jetzt irgendwie... Ja, genau. Genau, da funktioniert das, oder was? Also irgendwie fand ich das jetzt gar nicht so nett. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall geklärt hier, das wissen wir jetzt. Hier brennt es einfach nur. Achso, ich dachte, ich falle jetzt hier irgendwo rein, weil das so ölig aussieht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber jetzt holen wir uns noch das ganze Schrott und sowas aus diesem Gebiet hier raus. Dann brauchen wir hier nämlich hier nie wieder hinzukommen. Weil hier oben waren wir noch nicht. Ah, da ist das Siegel, das müssen wir noch zerstören. Bam, bam, bam. Ach, das sind drei Stück. Hier, der ist denn da verreckt. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie lange ich schon aufnehme. Ach ja. Die Höhle. So, sind wir, können wir hier noch irgendwo hier in der Höhle was machen? Anscheinend nicht. Aber hier finden wir bestimmt noch was, weil wir hier auch hochgehen konnten. Vielleicht sind hier noch irgendwo Siegel, die wir zerstören können. Hier oben sehe ich jetzt im ersten Blick nichts. Das Ding, kann man das zerstören irgendwie? Ich glaube nicht, nein. Essen, geil. Ja, wir essen wieder den Giddy. Nam nam nam. Nicht so genüsslich, aber besser als gar nichts. Das brauchen wir nicht. Noch nicht. Bis jetzt haben wir noch genug Benzin drin. Werden wissen wir ja, wo wir was finden. Hier ist noch ein Siegel. Das müssen wir zerstören. Geh kaputt, du Kacksiegel. Boah. Seilrutsche verwenden. Hui. Was haben wir hier noch? Bauteil. Geil, was ist das? Alter. Okay. Den Bauteil, das wir hier finden. Habe ich die nicht getötet, alle? Warum stehen die denn da? Hä? Ach so, das sind unsere Leute. Ach so. Ich dachte, ne, warum stehen die denn hier? Warum haben die mich denn nicht angegriffen und sowas? Ach so. Alter, ich dachte gerade, what the fuck, warum sind da so viele Leute? Boah. Ah, das letzte Siegel, geil, zerstören. So. Die Siegel sind zerstört. Habe ich noch eine Waffe? Vielleicht braucht man die ja mal. Ah, Munition, geil.
Jetzt habe ich wieder zwei Schüsse. Oh, und ein Messer. So, hier war auch noch Schrott. Und hier ist nochmal Schrott. Hallo. Ich will das doch nicht fallen lassen. Vielleicht brauchen wir das ja mal. Hier ist sonst kein Schrott mehr. Aber eins fehlt uns noch. Oder zwei. Hier ist auch noch Schrott. So, eins haben wir noch nicht gefunden. Morgen, guten Tag. Alles fit bei Ihnen? Deswegen konnte ich die auch nicht schlagen eben, ey. Die sehen aber alle gleich aus, die Typen. Deswegen, ne? Braucht man sich nicht wundern. Ui. Aber wo ist das letzte Schrott? Hier ist nochmal Benzin. Das nehmen wir mal mit. Das werden wir jetzt ins Auto packen. Damit wir das mit nach Hause nehmen können. Man kann es ja immer mal gebrauchen. Oh, da ist sogar noch einer. Kanister nehmen. Gewehr ausrüsten. Werfen. Tanken. Ich tank einfach mal vielleicht. Vielleicht muss da ja noch was rein. Na, jetzt ist das Auto wieder voll. Das Auto ist voll. Wie schaut es mit dem hier aus? Das nehmen wir nämlich gleich mit und werden das zurückbringen. Anzünden? Nein, ich will es nicht anzünden. Das kann man anscheinend nicht irgendwie. Verbündetes Lager hat 40 Schrott hinzugefügt. Okay. Was haben die denn gemacht? Das ist auch nochmal Benzin. Egal, wir lassen das jetzt einfach fallen. Trotzdem, es fehlt einmal Schrott. Einmal Schrott fehlt uns hier. Hier ist noch eine Karosserie, also mehrere. Irgendwo haben wir was übersehen. Bestimmt noch hier in dem Gebiet irgendwo. Was haben wir hier? Was ist denn das? Ein Beutel. Ah, ein Schrott. Ah, das ist nicht das, was... Was ist das denn? Interaktion. Der Donnerstab ist eine explosive Waffe. Okay. Das will ich jetzt irgendwie ausprobieren. Wie zielt man? What the... Okay. Das, okay. Tja. Das ist, könnte gefährlich sein. Muss es aber nicht. Na gut. Trotzdem, ich finde das letzte Schrott nicht. Egal, das lass das einfach. Da fahren wir jetzt mal mit dem Auto da hinten nach Hause und... Dann war es das nämlich mit der Folge. Okay, steigen wir ein, wenn das irgendwie geht. Geht das? Ja, geil. Möchte durch. So, auf geht's. Nach Hause. Hui. Wir sind aber langsam, ey. Mal sehen, was die gleich dazu sagen. Warte mal, ist das überhaupt das Richtige hier? Ja, das ist es. Wenn die benötigte Karosserie, was? Was für eine Karosserie? Ich will erstmal das Auto safen. Ich will das Auto haben. Schrott abgeliefert. Der Typ verreckt da fast. Neues Fahrzeug, richtig? Klar, mir haben alle zu viel. Wo haben wir denn jetzt einen Schrott dafür bekommen? Ich weiß es nicht. Naja, ich würde sagen, wir haben jetzt ein Lager bereinigt. Unser Team arbeitet jetzt da drinnen. Und ich würde sagen, naja, unser Team kann man nicht wirklich sagen, sondern Verbündete. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.